hier, aber habe doch das Mikrofon an mich gerissen. Ich bin Helga Kirchner, Mitglied im Journalistinnenbund, und der Journalistinnenbund hat das Taz-Café heute mit freundlicher Genehmigung der Chefredaktion und des Taz-Verlages vermutlich auch. Denn wir sind eine Kooperation eingegangen, die es uns ermöglicht, das dritte Medienlabor, das der Journalistinnenbund realisiert, heute hier im Haus der Taz am alten Standort, vielleicht ja dann demnächst auch mal am neuen, dann zu realisieren. Ich habe gewissermaßen drei Funktionen jetzt hier. Die erste ist die, dass ich noch ein paar technische Ansagen mache. Die zweite ist die, dass ich Sie in aller Form und Freundlichkeit begrüße. Und die dritte ist die, dass ich mit den Kolleginnen, die an dem Podium hier versammelt sind, die Diskussion führe, und zwar die erste. Wie es dann weitergeht, sage ich gleich. Erstmal eine technische Angabe. Ich hoffe, Sie haben alle mehr oder weniger angenehme Plätze gefunden, sodass Sie entspannt und gleichzeitig aufmerksam zuhören können. Was ich noch mehr hoffe, ist, dass Sie sich alle inzwischen in die Anmeldelisten eingetragen haben. Das ist leider unvermeidlich. Die werden natürlich nicht an die NSA gegeben, sondern wir müssen sie den Geldgebern für diese Veranstaltung vorlegen. Und es ist schön, wenn sie dann vollständig ist und wenn wir sie dann heute Abend fertig haben. Technisch bzw. organisatorisch, das Unique Selling Point Merkmal des Medienlabors ist das, dass wir erstens Kolleginnen einladen und mit Journalistinnen medienpolitische Debatten führen zu Themen, von denen wir denken, dass es wichtig ist, dass sich Frauen aus dem Beruf zu Wort melden, die da unterschiedliche Rollen einnehmen, weil sehr oft in den sonstigen medienpolitischen Debatten Männer sich äußern. Und wir haben uns dafür eine Form ausgedacht, die jetzt nicht außergewöhnlich ist, aber die etwas abweicht von der klassischen Podiumsdiskussion. Wir machen ein Podium, aber die Gäste haben sich darauf eingelassen, nach dieser Runde, die wir hier haben, etwa in Einzelgesprächen, könnte das auch Workshop nennen, mit Ihnen, die Sie sich entschieden haben, mit dem einen oder mit dem anderen Gast zu sprechen, nochmal vertiefend einzusteigen, also gewissermaßen zu personalisieren, was ja auch ein Merkmal nicht nur des Journalismus, sondern auch des Boulevards ist, sondern was ohnehin einen guten Austausch garantiert. Das heißt, am Ende dieser Runde hier werde ich Ihnen sagen, welcher unserer Gäste wo sitzt und wohin geht, und Sie dann einladen, möglichst auch eine gerechte Verteilung oder Aufteilung zu finden und dann dorthin zu gehen, wo die anzutreffen sind. So viel zum Ablauf und zur Veranstaltungsdramaturgie. Wir haben heute am Nachmittag schon drei sehr unterschiedliche, sehr anregende, sehr stimulierende Vorträge zu dem Thema, das wir genannt haben, die Boulevardisierung der Medien und die Verantwortung der Journalistinnen gehabt. Einige von Ihnen sind schon dort gewesen, und heute Abend diskutieren wir es jetzt, indem Kolleginnen aus ihren verschiedenen Berufsrollen ihre Perspektiven einnehmen. Und wir wollen mal ausloten, wo wir Übereinstimmungen in der Bewertung des Boulevards haben, wo wir erfahren, wie Verantwortung bei der Anwendung des Prinzips Boulevard finden und welche Fragen und Sorgen wir vielleicht auch teilen, wie sich das mit der Boulevardisierung ausgewirkt hat. Denn es ist ja unverkennbar, das ist ein Prinzip, ein Muster, ein Genre, was quasi alle Formen journalistischen Arbeitens durchdrungen hat. Die klassischen Boulevardmedien, klar, aber der Boulevard ist in die politische Berichterstattung eingezogen, personalisieren, auch manchmal intimisieren, skandalisieren, das gibt es da alles. Die TV-Medien haben ihm viel Platz eingeräumt, und infolge jetzt der Social Media und im Internet und der gesamten Internetkommunikation ist nochmal eine ganz neue Dynamik auch in das Boulevardgeschehen eingezogen. Und uns interessiert, wohin das führt, aber vor allem auch, was es mit den Journalistinnen macht, was es mit dem Thema Frau in der Gesellschaft, auch mit den feministischen Fragestellungen, die den Journalistinnenbund seit mehr als 25 Jahren beschäftigt hat, macht. Und dazu haben wir eine spannende und interessante und sehr kompetente Runde hier zusammengebracht. Und natürlich, das war jetzt schon am Auftrag, den Ines Pohl gewissermaßen indirekt heute Nachmittag formuliert hat, wir wissen selber, das Thema, wie wir es formuliert haben, der Titel für die Veranstaltung, der lässt sich nun wirklich nicht so eins zu eins in einen Artikel, in einen Beitrag übernehmen, der dann
die wahnsinnige Aufmerksamkeit und das brennende Interesse des Publikums wecken würde. Wenn Sie also gute Vorschläge haben am Ende des Abends, wie die Schlagzeile heißen könnte, die vielleicht in der Taz-Berichterstattung oder in der Bild am Sonntag-Berichterstattung oder wo auch immer sonst über unsere Diskussion gelaufen ist, dann melden Sie sich doch einfach oder sagen Sie das auch vielleicht schon in der folgenden Runde. So, diese Einführung nun auch. Und jetzt kann es zur Sache gehen. Ich habe das vielleicht zur Erklärung. Ich möchte natürlich nicht über Ihnen stehen, liebe Kolleginnen. Aber was mir auch nicht gefällt, wenn ich eine Gesprächsrunde moderiere, ist, dass ich kein Gesicht sehen kann. Und wenn ich da irgendwie in der Mitte sitze, sehe ich keins. Und deswegen habe ich mich hier an den Rand begeben. Ich hoffe, Sie sehen mir das nach. Ich fühle mich sonst in meinem Arbeiten hier unwohl. Würde gerne mit der Hausherrin beginnen in der ersten Runde, in der es darum gehen sollte, was ist das eigentlich für eine Art von Journalismus und vor allem, was sind so die Qualitätseigenschaften, die Boulevard kennzeichnen, wenn die unterschiedlichsten Akteure und Medien sich auf den Boulevard begeben und Boulevard machen. Ines Pohl, hier im Haus natürlich den meisten bekannt, aber ich sage es trotzdem nochmal, wir haben ja auch einen Livestream auf verschiedenen Plattformen, ist seit 2009 die Chefredakteurin der Taz. Sie war vorher im Politikressort der Hannoverschen Niedersächsischen Allgemeinen Zeitung, HNA, die Akronyme haben es in sich, ich weiß es. Sie war auch mal an der Universität Göttingen und hat dort nicht nur studiert, sondern war 2 Jahre Frauenbeauftragte dort, hat mit einem Stipendium an Harvard studiert und auch gelehrt und war sogar mal freie bei einem Medium, das mir sehr geläufig ist, nämlich beim Radio, das glaube ich FFN. Ines Pohl, heute Nachmittag ist das schon angeklungen, auch wenn es vielleicht eher augenzwinkernd öfter immer wieder gesagt wird. Die Taz ist eine linke Boulevardzeitung, will eine linke Boulevardzeitung sein. Ist das so? Oder kommt sie nur mit dem Boulevard, indem sie die wunderbaren Schlagzeilen liefert oder verpackt sie ihn in bestimmte Nischen? Was ist das Selbstverständnis der Taz in Sachen Boulevard? Oder Hausreliefs an die Wand nagelt. Erstmal herzlich willkommen. Das darf ich kurz sagen. Schön, dass Sie alle da sind. Ganz toll, liebe Frauen vom Journalistinnenbund, dass ihr diese Veranstaltung heute hier bei uns in der Taz macht. Das ist natürlich toll. Ich denke, das passt sehr, sehr gut zusammen. Ihr habt ein wunderbares Podium zusammengestellt. Ich freue mich sehr, dass wir hier zu viert diskutieren können und auch gewisse Ressentiments, nenne ich jetzt nicht namentlich, einfach gar nicht stattfinden, weil es uns Frauen nämlich um die Sache geht. Jawohl. Klare Ansage. Ne, Frau Horn? Boulevard, ja, ich habe das eingangs gesagt, heute Mittag. Natürlich, die Taz hat auch Boulevardeske Züge, ganz besonders, was die Titelseiten anbelangt. Das kennen Sie alle. Ich kann ein paar Schlagzeilen referieren, die Ihnen vielleicht auch geläufig sind. Ein Mädchen, erinnern Sie sich alle, ist eine der schönen Schlagzeilen, mit der wir Frau Merkel damals im Amt begrüßt haben. Die andere Schlagzeile ist, als Bush eine unglaublich sinnentleerte Rede gehalten hat, titelte die Taz mit einer schwarzen Zeile und einer weißen Blase, Sprechblase, die untertitelt war Bushs historische Rede. Also das ist natürlich auch eine Zuspitzung, das ist auch eine Emotionalisierung. Die Mitgliedinnen und Mitglieder der Grünen Partei erinnern sich vielleicht nicht so gerne an den Claudia Roth-Titel. Da spiele ich jetzt schon mal ein bisschen an, dass Boulevard und Feminismus durchaus in Konflikt geraten können. Die genaue Zeile weiß ich jetzt gar nicht. Da ging es irgendwie um Gurke. Da wurde sie in ihrem grünen Kleid abgebildet. Das ist natürlich auch was. Ein Ausrutscher. Weiß ich nicht. Vielleicht systemimmanent. Also okay. Das ist, Boulevard muss zuspitzen, Boulevard muss wehtun. Es sind immer Grenzen auch zur Satire. Boulevard will Aufmerksamkeit erreichen. In diesen Zeiten, wo nichts so umkämpft ist wie die Aufmerksamkeit der Leserinnen und Leser, Userinnen und User, wird es natürlich immer lauter, da ist die Gefahr immer größer, dass man eben auch Grenzen überschreitet, die dann nicht mehr funktionieren. Aber grundsätzlich, sage ich, ist gegen Boulevard-Desk an sich nichts einzuwenden, wenn es darum geht, Aufmerksamkeit zu erreichen. Wo es problematisch wird, ist, wenn man das Handwerkszeug sozusagen nutzt, um Ressentiments zu schüren und eine miese politische Agenda zu verfolgen. Dann bin ich absolut dagegen. Ist das schon für Sie jetzt auch die abschließende, ultimative Definition von gutem Boulevard? Oder würden Sie da gerne noch was zu ergänzen? Denn das interessiert mich und ich nehme an, auch die Zuhörenden sehr. Es gibt sicher nie abschließende Erklärungen und wir kommen ja nachher auch ins Gespräch. Aber nochmal, wenn man Handwerkszeug aus dem
Werkzeugkasten Boulevard nimmt, um wichtige politische Themen anzufeaturen, wenn es einem gelingt, mit den Mitteln des Boulevards, also zu emotionalisieren, aufzurühren, auch komplexe und vielleicht auch unangenehme Themen so anzufeaturen, dass die Leute bereit sind, sich mal einen Beitrag anzugucken, durchzulesen, zuzuhören, dann ist es doch nur positiv. Ja, und die Taz hat dem Boulevard jetzt kein spezielles Ressort zugeordnet, sondern Boulevardesk kann die Schlagzeile sein, kann der Zugang zu Themen sein oder... Also die Titelseite der Taz hat den besonderen Anspruch. Übrigens schon die erste Ausgabe der Taz hatte so einen Clown, vielleicht einige Kenner der Taz-Geschichte erinnern sich daran. Der Clown hatte einen Clown, hatte einen Backstein in der Hand. Ne? Also das verwenden wir jetzt übrigens als Logo, um für unser neues Haus zu werben. Einfach der Clown, was Spielerisches, Clowns, die auch auf natürlich Missstände in der Gesellschaft spielerisch hinweisen, das setzt sich durch. Der Anspruch an die Seite 1 der Taz ist sehr, sehr hoch, verführt uns manchmal auch zu kleinen Missgriffen, das sei auch mal dahingestellt. Aber ansonsten gibt es in der Taz durchaus ein Ressort, wo das eher sozusagen zum Tragen kommt. Das ist unsere Wahrheitsseite, die einzige Wahrheitsseite der Welt. Wo immer die Wahrheit draufsteht, die kann nur Boulevardesk oder Boulevard sein. Und dann gibt es das Taz-2-Ressort, hat die Süddeutsche jetzt in ihrer Wochenendausgabe für sich auch erkannt, die nennen das jetzt Süddeutsche-2-Ressort. Das findet unsere Medienberichterstattung statt und da wird sicher auch eher mit Boulevardesken Kleinformaten gespielt als in den anderen Teilen der Zeitung. Marion Horn ist ja Chefredakteurin der Bild am Sonntag seit einem Jahr, Oktober 2013. 1,2 Millionen, bisschen mehr, glaube ich, verkaufte Exemplare am Sonntag. Als Sie ins Amt kamen, gab es mit Ihnen, glaube ich, 9 Chefredakteurinnen bundesweit von insgesamt 356 Chefredakteurspositionen. Das zeigt, dass wir Frauen noch viel zu fordern haben. Und was ich in Ihrem Berufsweg gelesen habe und nachvollziehen kann, ist, dass Sie schon sehr früh Chefpositionen gesucht haben und dann auch schon ganz früh mit 23 bei Bild der Frau Chefin wurden und später bei Bauer und haben sich, grosso modo kann man ja sagen, hauptsächlich in sogenannten Boulevardmedien dann auch in verantwortlichen Positionen dann bewährt und betätigt. Und insofern finde ich gerade nach Ines Pohl gefragt, würde mich interessieren, ist die Taz eigentlich so, wie sie daherkommt und wie sie den Boulevard versteht, für sie etwas, woran ein Traditionsboulevardmedium vielleicht was lernen kann oder mal abgesehen von dem Gefälle in der Auflage, ich glaube es ist ein Zehntel von ihrer Auflage, was die Taz erreicht, womöglich eine Konkurrenz? Also zum einen kann ich mich, was so die Definition angeht, Frau Pohl nur anschließen. Ich glaube, das ist auch bei allen Profis, glaube ich, unstreitig, dass dieses Handwerkszeug dort eben so durchaus seine Vorteile hat. Wenn Sie sagen, sowas lernen von der Taz, ich kann bestätigen, und das hat ja auch, ich glaube, Kai Diekmann schon 500.000 Mal gesagt, wir gucken neidisch auf das, was die Taz auf Seite 1 macht, weil das einfach... in den Fällen oder vielleicht sind es auch nur 8 von 10, einfach brillant ist und toll und eben auch witzig ist. Ich habe einen kleinen Dissens, so was Boulevard muss wehtun oder muss schrammen, das sehe ich ein bisschen anders. Ich glaube, Boulevard muss dann eben auch überraschen und unterhalten. Also da ist eine gewisse Parallele, wenn man versucht witzig zu sein, das hat jeder schon einen Witz erzählt, das kann bannig ins Auge gehen. Ne? So, das hat halt... Es ist ein gefährliches Parkett, wenn man das sein will. Da schaukelt man sich natürlich auch manchmal hoch und da haben wir auch Geschichten, wo ich denke, oh Gott, das war jetzt one too much. Aber ich glaube, die für uns jedenfalls, was dieses Hochauflagige angeht, wichtiger ist, finde ich dann eigentlich auch eben durchaus mal zu überraschen. Also wenn man von uns erwartet, dass wir jetzt ganz laut auf ein Thema einschlagen, wie immer Sie das formulieren wollen, macht mir sehr viel mehr Spaß, ganz überraschend genau das Gegenteil dessen zu tun. Aha. Können Sie da vielleicht ein Beispiel für geben, vielleicht aus jüngster Zeit, sodass wir alle noch irgendwie den Kontext parat haben?
Ja, das Schöne ist, wenn man so erfolgreich ist, kann man ja Dinge aushalten. Also wenn gerade die große Diskussion zum Beispiel ist um Flüchtlingsproblematik und dass es irgendwie zu viel wäre und weiß der Himmel, Toni, was. Wir haben als Medium zwei Dinge getan. Wir haben ganz persönlich dafür gesorgt, dass eine Familie, von deren Flucht wir Kenntnis hatten, eben wirklich herzuholen mit allem, was wir tun konnten aufgrund dieser großen Marke. Oder jetzt eben vor ein paar Wochen, da war der Begriff immer, man kennt das ja von Medien, so Begriff der Woche, Flüchtlingsproblem, wo wir eben in der Tat mal eine Woche in einem Flüchtlingsheim waren und dieses aufgeschrieben haben. Ich erzähle Ihnen, glaube ich, kein Geheimnis, dass wir dafür bepöbelt worden sind ohne Ende und die arme Reporterin auf Twitter und auf Facebook sich auch wirklich schlimmes Zeug anhören musste. Das ist aber vielleicht dann so ein bisschen der Unterschied von groß zu klein, nenne ich es mal, oder ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, dass man in der Tat dort eben auch genau mal das Gegenteil sagen kann. Weil die Leserinnen und Leser waren mit ihren Reaktionen, war die verstört, waren die... Nee, ich weiß gar nicht, ob es unsere Leser waren. Das Schöne an diesen Social, oder auch das Furchtbare an Social Media ist ja, dass sie von allen dann Feedback bekommen. Ja. Und ich glaube, also... Leserbriefe waren gemütlicher, also nicht? Na gut, es gibt gar keine Leserbriefe mehr. Eben. Also das finde ich auch ganz faszinierend. Das gibt es einfach nicht mehr. Sie bekommen es per Mail, wenn es direkt ist, oder sie bekommen es eben Social Media. Und unsere Leser, das darf ich glaube ich sagen, sind deutlich netter als... hätte ich beinahe gesagt, das Pack, das man teilweise bei Twitter zu ertragen hat. Mhm. Also ich bin von Lesern noch nie beschimpft worden als hässlich, alt, vertrocknet und still sein sollen. Das passiert mir auf Twitter durchaus. Mögen Sie auch, wie Ines Pohl, habe ich das ja auch gefragt, so Ihren Begriff von Qualität für diese Art von Zeitung, die Sie machen, definieren noch oder ergänzen? Ja, ich glaube schon, dass man gerade... wie gesagt, wenn man fast 10 Millionen Menschen hat, die einen am Sonntag lesen, dieses Gefühl von, du musst sehr viel vorsichtiger sein, ob das in der Tat wirklich genau so noch okay ist. Es gibt sehr viele Geschichten, die sie sehr gut belegen können, wo es vielleicht trotzdem besser ist, sie jetzt so nicht zu erzählen. Also das Gefühl von Verantwortung finde ich aufgrund der Größe dort wichtig. Das andere ist aber in der Tat, wissen Sie, ich habe auch schon für Zeitungen gearbeitet, die pleite sind. Die Hamburger Morgenpost ist vielleicht das Beispiel, an dem man es versteht. Qualität kommt eben auch aus wirtschaftlichem Erfolg. Wenn Sie für ein Medium arbeiten, das wirtschaftlich so erfolgreich ist, dann müssen Sie weder Anzeigenkunden gegenüber geschmeidig sein, noch müssen Sie es irgendwelchen wichtigen Menschen gegenüber sein. Und von daher bin ich zutiefst überzeugt, dass Boulevard in diesem Erfolgreichsein eben tatsächlich eine Voraussetzung ist für Qualitätsjournalismus. Sie scheitern nicht am Geld. Bei der Hamburger Morgenpost, erinnere ich mich da falsch, Sie sind da hingekommen und haben das Blatt, was ziemlich in den Knien war oder am Grunde war, hochgearbeitet und das war, glaube ich, das Ergebnis, was Sie von Herrn Döpfner übernommen hatten. Ja, also und dann anschließend ist ja das aber verkauft worden, ne? Also wenn ich meinen Lieblingswitz machen darf, Herr Döpfner war mein Vorgänger bei der Hamburger Morgenpost. Ja. Ich bin irgendwo falsch abgebogen, weil er ist Vorstandsvorsitzender, ich nicht. Aber um das an der Mopo mal zu erklären, wenn Sie so erpressbar sind, dass Sie noch nicht mal den Satz sagen dürfen, die Hurenanzeigen haben in der Zeitung nichts zu suchen, dass dann klar ist, Sie sind... Intern darf man das nicht sagen, ja, oder? Intern, also es gab dann eben Gespräche, dass es irgendwie einfach keine gute Idee ist, diese Prostituiertenanzeigen zu haben. Und wenn Sie dann wissen, wenn Sie die rausschmissen, wären Sie pleite. Mhm. Das ist unangenehm. Es ist auch unangenehm, wenn Sie gegen einen, das ist ja Lokaljournalismus, oder wenn Sie gegen einen wichtigen Menschen in der Stadt recherchieren und eine tolle Geschichte haben und dann ruft der Kumpel an und sagt, ich storniere alle Anzeigen, wenn du das bringst. Sie sind eben erpressbar, wenn Sie nicht so... wirtschaftlich so gut dabei stehen. Das ist zumindest eine Erfahrung, die ich gemacht habe, was ich heute sehr genieße, dass man, ich nenne das dicke Backen machen kann. So. Wir diskutieren jetzt aber nicht das wirtschaftliche Modell des Springer-Konzerns. Das war jetzt hier nicht das Thema und ich glaube, das würde jetzt auch unseren Rahmen sprengen. Das machen wir vielleicht nochmal wann anders, wenn es uns hier gut gefallen hat. Ich würde jetzt gerne Christiane Stürnberg mit ins Gespräch einbeziehen. Christiane Stürnberg ist seit Mai 2014 Redaktionsleiterin bei Focus TV, hat studiert hier an der Hochschule der Künste und hat dann danach als freie Journalistin begonnen und ist bei Sat.1 gewesen, hat mit die Akte dann erarbeitet und sich an Formatentwicklungen unter anderem für Sat.1 und andere Presse- und Medienhäuser erprobt und ist Redaktionsleiterin von Exklusiv RTL2 gewesen und war beim MDR auch, habe ich das falsch gesagt? Und war beim MDR für Escher beim zuständig. Beim MDR war ich, beim Mitteldeutschen Rundfunk. Mitteldeutscher Rundfunk, ja. Mitteldeutscher Rundfunk Escher war das Format. Ist ein bisschen was anderes als der NDR. Ja, ich glaube, Mitteldeutscher Rundfunk. Ja, Mitteldeutscher Rundfunk. Aber das mit Exklusiv RTL 2 stimmte, ne? Das stimmt. Gut. Das also noch nachträgliche
Recherche-Korrektur. Aber jetzt zu Ihnen und auch Ihrer Arbeit für Boulevardmagazine im Fernsehen. Was ist eigentlich das Eigentümliche in so einem Boulevardmagazin, in dem Massenmedium Fernsehen? Und Sie kennen ja öffentlich-rechtlich und auch kommerziell gut. Da wäre es auch schön, wenn Sie da vielleicht auf die Unterschiede, wenn es die gibt, eingehen könnten. Ich habe da heute lange drüber nachgedacht, was eigentlich der Unterschied ist zwischen Fernsehen und Zeitungen. Ja. Ich kann mich daran erinnern, sowohl in meiner Zeit als Reporterin, als auch später als Chefin vom Dienst und dann auch als Redaktionsleiterin, der erste Satz, den man immer hört, wenn man ein Thema vorschlägt, gibt Opfer. Das ist das allererste, egal ob Sie über die neueste Grippewelle reden oder über Internetqualität, die erste Frage ist immer, habt ihr Opfer? Und das ist, glaube ich, das, was das Fernsehen auch schwierig macht, denn wir brauchen tatsächlich immer Opfer. Die Zeitung kann halt drüber berichten, kann halt sagen, hier gibt es einen neuen Trend oder so. Wir brauchen Leute, Betroffene, kann man das auch nennen. Das wäre der neutralere Begriff. Das wäre die neutralere Variante, aber natürlich am Redaktionstisch, man sagt halt, gibt es Opfer. Wir brauchen Leute, die bereit sind, vor die Kamera zu gehen. Und darüber zu reden, was ihnen passiert ist, das ist ein ganz, ganz großer Schritt. Und das ist was anderes, ob man für eine Zeitung ein Interview gibt, wo vielleicht noch ein Foto erscheint oder so, oder ob man halt eben jemanden in sein Wohnzimmer lässt, vielleicht auch noch Freunde mit vor die Kamera holt, die dann sagen, ja, als er mir das erzählt hat, da ging es mir so und so. Es ist... Gut, Sie sind schon schrecklich nah dran, kann man manchmal ja auch sagen. Ja, das hat Vorteile, und weil man sieht die Wohnzimmer Frage der Qualität. Welt. Wie geht man dann mit jemandem, der Opfer ist, um dass er nicht nochmal Opfer wird? Da hat Marion Horn, glaube ich, genau das Richtige gesagt. Das hat natürlich ganz viel mit Verantwortung zu tun. Teilweise muss man die Leute auch schützen. Aber auf der anderen Seite ist natürlich die Einschaltquote da. Das Beste, was einem passieren kann, das sage ich ganz offen, ist natürlich, wenn die Betroffenen, die Opfer weinen. Es ist so, das muss man einfach so sagen. Kollegen von mir nicken und sagen, ja, das ist einfach so. Weil je ungefilterter die Emotionen rüberkommen, desto besser und desto näher sind sie natürlich auch beim Zuschauer dann. Und darum geht es ja im Endeffekt, wenn wir vom Boulevard reden, wenn wir von Emotionen reden, von emotionalem Informationsfernsehen, dann reden wir eben davon, dass halt Menschen ihre Betroffenheit kundtun müssen. Und das gehört dazu. Ja. Und da sind Boulevardmagazine, die vom öffentlich-rechtlichen Sender sagen, wer MDR oder meinetwegen auch, aber ich glaube in der ARD ist der MDR auch der Einzige, der brisant ja verantwortet. Ja. Oder aber eben einem kommerziellen Haus, die arbeiten da nicht unterschiedlich. Ist jetzt ein Fragezeichen am Ende. Es gibt Unterschiede insofern, als dass, wenn man für den MDR arbeitet, ein Opfer auch ruhig mal die 60 plus überschritten haben darf. Das ist natürlich, wenn man jetzt für RTL arbeitet, nicht so. Da sollten die Opfer 20 bis 30 sein. ansonsten hat also die Themenwahl ist variiert leicht, einfach dadurch, dass halt die Zuschauerschaft bei den Öffentlich-Rechtlichen auch etwas älter ist. Aber wenn man ein Magazin macht, wie das, das ich betreut habe, das halt eben auch durchaus man mit Boulevardjournalismus bezeichnen kann, dann ist der Unterschied nicht so groß, nein. Das heißt, die Qualitätsbegriffe, die in den Redaktionen dann, die Sie kennen, angelegt werden, die unterscheiden sich auch nicht. Also wann ist beim MDR ein Magazin oder ein Beitrag gut gewesen, wann jetzt in Ihrer gegenwärtigen Rolle, was sind Ihre Maßstäbe? Naja, jetzt, also was ich jetzt betreue, das ist ja ein Format, das den sogenannten Drittsendelizenzplatz bedient. Das heißt, wir das müssen muss uns, man, glaube ich, ja, in zwei Sätzen erklären. Beim Rundfunkstaatsvertrag wurde damals festgelegt, dass halt die privaten Sendeanstalten auch einem öffentlichen Auftrag gerecht werden müssen. Und das heißt, es muss jede private Sendeanstalt, die eine gewisse Durchschnittsquote hat, muss halt eben diesen Sendeplatz bereitstellen für die Drittanbieter. Und das bedeutet im Endeffekt, dass wir von der Landesmedienanstalt beauftragt werden, beziehungsweise von der DCTP.
und dass wir nicht auf die Quote gucken müssen. Mhm. Das ist das Angenehme. Das heißt, wir können Filme machen, zum Beispiel über, wir hatten uns, glaube ich, gestern darüber unterhalten, über Ebola. Wir haben gestern Nacht einen Film gezeigt über Ebola. Zu einer sensationellen Einschaltzeit um 0.55 Uhr. Ich glaube, da war jeder von Ihnen noch wach und hat diesen Film mit Freude geguckt, weil das zieht man sich natürlich um diese Uhrzeit gerne rein. Also nicht umsonst ist der Sendeplatz auch so spät gelegt. Nur das macht dann auch frei, weil da die Quote ja nicht mehr so entscheidend und, ist. Das ist, ich habe also viel zu dem Thema jetzt recherchiert dann eben auch und das ist die zweite längere Reportage, die ich zu diesem, wie ich finde, unglaublich wichtigen Thema gesehen habe. Die andere Reportage war auf der ARD, Brennpunkt, und das ist auch schon 3 Monate her. Und da wurde eher getitelt nach dem Motto, Ebola, ist Ebola eigentlich bei uns möglich? Also da wurde mehr mit der Angst der Massen gespielt, während wir wirklich gestern Nacht versucht haben, auch einen Film zu machen, in dem auch die Frage aufgeworfen wurde, warum ist die WHO zum Beispiel nicht vor Ort präsent oder warum kommen so wenig freiwillige Helfer? Danke bis hierher. Ja, Juliane Leopold ist seit Herbst Chefredakteurin von BuzzFeed Deutschland. Davor war sie nach ihrem Studium und freier Mitarbeit für diverse Zeitungen, dann bei der Zeit für Online und für die Zeit tätig. Sie haben Leserforen beobachtet und online dann eben auch den Auftritt und eben jetzt seit September, glaube ich, Chefredakteurin mit einer kleinen Mannschaft, einem kleinen Team BuzzFeed Deutschland. BuzzFeed Deutschland wird von deutschen Verlagen, habe ich gelesen, sehr beobachtet, weil die natürlich auch gerne ihre Inhalte online verkaufen wollen und das auch über soziale Medien. Wenn man BuzzFeed anklickt, sieht man, da gibt es nicht mehr so wie für so eine alte Journalistin wie mich klassische Ressorts, sondern da gibt es dann What the fuck, süß, oh my god, oder was überall irgendwo hängt dann auch. Fail und sowas, ja. Also es ist so ganz anders sortiert und es geht sicher auch darum, dass geklickt wird und dass man es teilt und dass man sich dort eben austauscht. Aufsehenerregend, das muss ich noch eben sagen, haben Sie noch bevor das losgegangen ist, ja mit einem Stück, das hieß 16 Schritte, wie du dich auf die russische Invasion vorbereitest. Nichts zu der Ukraine-Berichterstattung zu der Zeit hat, glaube ich, so viel Aufmerksamkeit erregt wie dieser Beitrag. War das eigentlich dem Aufmerksamkeitsdruck, unter dem jetzt alles, was unterwegs ist, medial geschuldet? Oder wie ist der Beitrag zustande gekommen? Na, ich fange mal anders an. Danke. Das müsste ich ja eigentlich tadeln, aber wir sind ja unter Kolleginnen. Nein, also jetzt ist, sitzt hier nicht der Bundesinnenminister oder sonst wie, dem ich das natürlich gleich wieder zurückgebe. Ich mache Ihnen jetzt den Schäuble, genau. Sie machen jetzt den Finanzminister, wäre das dann, ne? Das stimmt. Sehen Sie, BuzzFeed kommt aus der reinen Publikumsorientierung. BuzzFeed ist geboren aus einem Experiment, was Jonah Peretti gemacht hat bei der Huffington Post. Und er hat einfach geguckt, was sind die Stücke, die nicht nur angeklickt werden und gelesen werden, sondern die geteilt werden. Und die hat er aggregiert und dann hat er sich überlegt, okay, wenn wir wissen, dass Stücke gerne geteilt werden, dass sie so funktionieren, lasst uns eine Seite machen, die nur so funktioniert. Und wenn Sie das wissen, wissen Sie, wie BuzzFeed tickt und warum BuzzFeed so tickt, wie es tickt. Wenn Sie sich die Homepage angucken, Sie haben völlig recht, sieht nicht aus wie eine klassische Homepage. Warum? Weil die Homepage für uns nicht wichtig ist. Wichtig sind für uns soziale Medien. Unsere Währung sind Klicks, die aus sozialen Medien kommen. Wir müssen in sozialen Medien funktionieren. Und da sind wir bei einem wichtigen Punkt, nämlich was ist eigentlich unsere Währung? Also wir sprechen die ganze Zeit über die Quote und über Klicks und über verkaufte Auflage oder verbreitete Auflage. Unsere Metrik ist das Teilen von Inhalten. Und wenn Sie sich das überlegen, dann hat das Implikationen für Ihre Inhalte. Denn den Klick zu bekommen, ist was anderes, als jemanden dazu zu bringen, dieses Stück auch zu teilen mit seinen Freunden oder mit seinen Bekannten, mit seinen Arbeitskollegen. Wir wissen, dass Menschen gerne Inhalte teilen, die sie emotional berühren, eher auf eine positive Art als auf eine negative Art. Also sie möchten ihrer Mutter nicht irgendwie das Blutbild aus dem letzten Krisengebiet schicken. Und das erklärt letztlich, wie solche Posts zustande kommen. Hier in dem Anlass, hier war der ganz konkrete Anlass, dass ich morgens
eine Radioreportage gehört hatte aus der Westukraine, wo russische Soldaten von Tür zu Tür gingen und Pässe verteilten. Und russische Pässe verteilten. Und ich habe mir einfach überlegt, wie absurd diese Situation sein muss, von heute auf morgen eine andere Nationalität verpasst zu bekommen. Und das habe ich besprochen in einer Redaktion und daraus haben wir dann dieses Posting gesponnen. Und Sie haben recht, wir haben viel Aufmerksamkeit bekommen aus der Branche, aus dem Branchenpublikum, sehr viel negative Aufmerksamkeit. Das Interessante war, im Publikum hat es gut funktioniert und es hat, wenn wir über diese Shares sprechen, in dem funktioniert, was wir Dark Social nennen. Also Social Media ist ja inzwischen eigentlich ein läufiger Begriff. Dark Social ist alles das, was Sie teilen, aber nicht öffentlich teilen. Also was Sie per E-Mail teilen, per WhatsApp teilen, in Instant Messenger teilen. Für uns ist das ein riesiger Bereich. Wir holen viel, viel Traffic aus Dark Social. Bei dem Posting haben wir den meisten Traffic aus Dark Social geholt. Das heißt, die Leute haben das geteilt, sie haben es nicht öffentlich geteilt. Für uns super. Wir wissen nämlich, dass die jungen Leute in Dark Social gehen. Die haben keinen Bock mehr auf dem Netzwerk ihrer Eltern rumzuhängen. Und das ist Facebook inzwischen. Insofern war es für uns ein Win. Okay. Und für Sie jetzt als die Verantwortliche für das Team und für das, was dann eben geshared und geliked wird, angeklickt wird, was ist da die wichtigste Währung und was ist Ihr Qualitätsmaßstab? Sie kommen ja aus einer klassischen Journalistenausbildung. Ich habe Publizistik studiert, das stimmt. Publizistischen Unternehmen auch gearbeitet, in dem die Maßstäbe ja sicher auch eben bei online gelten, also haben Sie kennengelernt. Was ist für Sie da dann der Qualitätsmaßstab? Ja, wir arbeiten erstmal grundsätzlich mit den gleichen Handwerksmitteln, Handwerkszeug wie in jedem anderen Haus. Das ist kein Hexenwerk. Ich glaube auch, dass wir in der Orientierung nicht so viel anders ticken als andere Journalisten. Also jeder von uns möchte gern gelesen, gern gesehen werden. Ein Qualitätsmerkmal ist für uns, wenn ein Posting möglichst viele Menschen erreicht und berührt, würde ich auch noch sagen im Nachgang, weil das eben eine Voraussetzung ist. Ein Qualitätsmerkmal ist, wenn wir eine Idee hatten, die kein anderer hatten, wenn wir einen Dreh gefunden haben, den kein anderer gefunden hat. Wenn wir beim Thema Boulevard sind, ich glaube, es ist interessant, weil unsere amerikanischen Kollegen den Begriff gar nicht verwenden würden. Also ich glaube, die machen diese Unterscheidung nicht so sehr, wie sie in Deutschland gemacht wird. Ich kenne auch U und E nicht bei der Musik. Also das ist schon was anderes, Und da ist es einfach so, also ein Prinzip, was wir anwenden, ist, wir treten nicht nach unten, zum Beispiel. Wir versuchen zum Beispiel, wenn wir über Feminismus sprechen, machen wir uns über gegenderte Produkte lustig und nicht über die Leute, die gegenderte Produkte furchtbar finden. Und das ist halt der Unterschied bei BuzzFeed. Und wenn Sie dann noch das Thema Feminismus reinbringen, ich glaube, es gibt kein feministisches Boulevardmedium gerade als BuzzFeed. Wir haben lange Stücke über Vergewaltigung an US-Colleges, über die ganze Kultur, die das ermöglicht, über die Kultur, die Sportstars macht an Colleges und verhindert, dass sie zur Verantwortung gezogen werden. Und das ist normal, das ist unser Alltag. Wir haben einen Korrespondenten, der macht nur LGBT-Rights. Wir haben Sprachregelungen, die durchgesetzt werden, wenn es um die Berichterstattung über Minderheiten, sogenannte Minderheiten geht. Also wir sind sehr PC für ein Boulevardmedium. Ist das sozusagen die Anleitung, die aus den USA kommt, oder ist das jetzt auch nochmal auf das Deutsche? Das ist einfach eine Erfahrung. Also das ist ja die Nische, die es nicht gibt. Ja. Und in die gehen wir halt. Und wir, ganz ehrlich gesagt, wir wollen halt auch so sein. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Gut zu hören, also gut zu wissen, denke ich. Ich hatte das ja eingangs schon angesprochen und das ist ja nun wirklich auch die Eule nach Athen getragen oder die Binse hier durch den Saal geschoben, dass der Wettbewerb um Aufmerksamkeit und natürlich auch bei den Printmedien dann die sinkenden Auflagen und die Sorgen um ein altes und eingeführtes Geschäftsmodell und die Wettbewerber, die jetzt eben auch noch im Online-Sektor unterwegs sind, alles andere als ein bequemes und gemütliches Arbeitsklima schaffen. Und da sind natürlich dann auch Gegebenheiten vorhanden, die dazu führen können, dass man eben immer stärker auf die Tube drückt. Und die Frage ist, denke ich, wenn es darum geht, durch schrilles und schräges und grelles Auftreten die Aufmerksamkeit zu wecken, möchte man gerne wissen, wo sagt wer und zu welchem Zeitpunkt halt und bei welchen Themen und auch bei welchen Entgleisungen.
Und klar ist auch, wenn die Politikberichterstattung auch immer mehr infiziert ist oder auch mehr den Boulevard betritt, was das dann auch bedeutet für den Umgang in Öffentlichkeiten und für Menschen, die nicht nur prominent sind in kultureller und in boulevardesker Hinsicht, sondern eben auch in Öffentlichkeiten. Da wüsste ich gerne von den beiden, nein, das sind ja drei Chefredakteurinnen, ob sie gewissermaßen Leitlinien haben, bestimmte Neigungen oder bestimmte Übertreibungen auch abzubremsen. Frau Horn, wie ist das? Die Frage nicht verstanden. Während Sie geredet haben, die Frage war nicht Boulevard. Also das war sehr komplex. Ja. Mein Eindruck ist nicht höher, schneller, weiter, lauter. Nee? Nee. Worauf begründen Sie das? Also ist mein Eindruck wirklich null. Ich denke, wenn ich also so an den Schlagzeilen vorbeigehe oder wenn ich durch die Fernsehkanäle seppe oder wenn ich manches mir auch im Netz angucke, habe ich schon den Eindruck, dass es eben immer mehr darum geht, mich auch zu kriegen bei meinen Emotionen, mich zu stimulieren bei meinen Gefühlen. Aber ich kann auch ein anderes Beispiel nennen. Also mein Eindruck ist nämlich eher, dass es also zumindest für den klassischen Boulevard, für den ich hier sitze, eher eine Entwicklung zu mehr Ruhe ist. Ja. Aha. Also wenn Sie sich die Bild-Zeitung der 70er Jahre, es wird immer noch ein Chefredakteur gefeiert, von dem inzwischen in der Tat bekannt ist, dass er sich die Geschichten ausgedacht hat und so weiter. Also das ist... Tom Kummer hat es auch in anderen Medien gegeben. Ja, ja. Also das ist also meine Wahrnehmung komplett anders an der Stelle. Oder wenn ich es vielleicht andersrum sagen darf, ich bin nur deshalb damals überhaupt zu Bild gegangen, weil ich mir die Irren mal von innen angucken wollte. Ich war komplett überrascht, dass mein Bild, das ich hatte eben so komplett gar nicht, also sehr viel nachfragen, kann man das machen, geht die Geschichte jetzt wirklich noch so, lassen wir Folgendes weg. Also das ist meine Wahrnehmung nicht, dass es immer lauter wird. Ich gebe Ihnen so weit recht, dass natürlich dieses, weil es erfolgreicher ist, erst den Tisch zu decken und dann das Gericht hinzusetzen oder wie Sie es eben gesagt haben, man muss, oder ich glaube Frau Pohl sagt es auch, man muss die Menschen halt auch ein bisschen darum werben, dass sie eine Geschichte lesen. Mein Eindruck ist aber nicht, dass wir das mit immer lauter tun. Das ist nicht die Wahrnehmung, die ich habe. Ja, im Gegenteil, okay. Finde ich, bei der Bild-Zeitung ist es augenfällig, dass ihr ja mittlerweile sogar richtige Rechercheleistungen erbringt. Das ist... Nee, also das ist ja, das meine ich jetzt, das ist natürlich ein bisschen Boulevard jetzt ausgedrückt, ja. Aber also es ist ja so, ne? Also es gab ja sogar schon den Nannenpreis für eine Arbeit, das sind ja wirklich neue, ich glaube auch neue Strategien. Sicher ist Kai Diekmann einer der Köpfe davon, so, ich meine, Sie haben dann größeren Insight, aber dass man sagt, man kommt einfach mit den nackten Mädels auf dem Cover auch nicht mehr richtig weiter. Da gibt es einen ganz großen Markt, der ist von anderen Medien, ganz viel wird da übers Internet, über die Möglichkeit, es auf dem Handy abzurufen und so weiter und so fort, abgefangen. Wir müssen da auch unsere Marke weiterentwickeln. Und das nehme ich schon so wahr. Also man hat ja eher im Gegenteil mithin, wenn man sich die Bild-Zeitung neuerdings in die Hand nimmt, den Eindruck, ihr wollt die eigentlich gar nicht mehr verkaufen, weil sie fast so aussieht wie so ein Anzeigenblättchen von irgendwelchen Dingern, okay, die im nee, also das ist, finde ich, wann war die letzte, noch ein Halbsatz vorhanden, aber wann war die letzte Schlagzeile der Bild-Zeitung? Und das meine ich jetzt neutral beobachtend. Wann war die, so das mir gegeben ist, aber wann war die letzte Schlagzeile der Bild-Zeitung, an die wir uns erinnern, nach Wir sind Papst? Also da ist doch irgendwie was zurückgefahren worden. Die Wade der Nation. Die was? Die Wade der Nation. Aber die war dann, war die danach noch? Das war zur Weltmeisterschaft. Ja. Zu welcher? Ja, die Weltmeisterschaft war ein bisschen später als Benedikt. Ja. Papst geworden ist. Ja, ja. Die Wade der Nation. Aber ich glaub, okay, also die Wade der Nation und Benedikt. Aber genau. Ich unterstreiche, und das habe ich ja eben auch gesagt, ich bin der festen Überzeugung, dieses nach Fest kommt ab, davon hat Bild sich verabschiedet. Mhm. Ich sitze allerdings nicht für Bild hier. Ja, also ob das jetzt so ist oder nicht so ist, kann ich Ihnen nicht sagen. Die Erfahrung, die ich als Chefredakteurin von Bild am Sonntag mache, ist ganz eindeutig, dieses nach Fest kommt ab eben nicht zu machen. Mhm. Und von daher dieses, vielleicht ist es so, es ist in der Tat, da haben Sie recht, es ist ein bisschen mehr Aufgeregtheit natürlich im Ganzen da, durch die Schnelligkeit der Medien, wie sie heute da sind, jeder fummelt den ganzen Tag mit seinem Handy rum, da ist natürlich eine hohe, und das, die alle haben begriffen, dass sich das Boulevardesk besser verkaufen lässt oder an den Mann, an die Frau bringen lässt, da ist mehr Aufgeregtheit. Ich sehe aber in der Tat eben im klassischen Boulevard eher diese Präzision des Gefühls, es ist eine bestimmte Gefühlslage da. Und die Aufgabe dort jetzt eben ist dort eher tatsächlich ein bisschen wieder mal runterzukommen und zu sagen, worum geht es bei dem Thema eigentlich? Laut und lauter und schneller als das, was die ganze Zeit dort im Netz passiert, macht keinen Sinn. Und von daher kann ich das nicht so ganz
Ja, jetzt natürlich. Ich muss ganz kurz nur, und das hat mich jetzt auch gerade rumgetrieben, was Sie hier sagen, was auch die Kollegin von BuzzFeed sagt, das ist jetzt das Stichwort, um was geht's eigentlich? Mhm. Um was geht's eigentlich? Warum mache ich eigentlich Journalismus? Klar, ich brauche die Aufmerksamkeit meiner Leserinnen, sonst ist es egal, ob das ein super toll, ganz wahnsinnig wichtiger Taz-Artikel ist oder nur ein Opferbeitrag von RTL 2 super explosiv. So. Aber um was, also warum mache ich Journalismus und warum möchte ich die Aufmerksamkeit? Was ist der tiefere Sinn? Geht es mir nur darum, möglichst viele Klicks zu kriegen, möglichst häufig geshared zu werden? Oder geht es mir wirklich darum, auch die Aufgabe, die Journalistinnen und Journalisten ja durchaus haben, weswegen wir ja auch gewisse Privilegien haben, um die wahrzunehmen? Und da bin ich jetzt dann schon ganz traditionell und old-fashioned. Geht es nicht um Überwachung der Mächtigen? Geht es nicht um Aufklärung? Muss es nicht um Investigation gehen? Und dafür Boulevard oder Mittel des Boulevards zu nehmen, absolut auf jeden Fall. Aber wenn es zu einem Selbstzweck wird, der nur noch vorhanden ist, damit sich die Unternehmen finanzieren, dann hat es mit Journalismus eigentlich meiner Meinung nach wirklich nichts mehr zu tun. Ich würde gerne, weil das eben angeschnitten worden ist, oder Frau... Ich wollte nur sagen, das ist natürlich richtig und das ist eine hehre Aufgabe, die der Journalismus zu erfüllen hat, aber auch Unterhaltung ist eine Aufgabe von Journalismus und war es schon immer. Und ich, nur anschließend daran, ich erinnere mich daran, wie wir versucht haben, sozusagen das Hehre und das Schöne und das Nützliche zu verbinden, und längst, wir haben eine Fotogeschichte gemacht aus Kobane, als das ganze Thema losging. Mhm. Es gibt kaum ein Text, der schlechter lief auf BuzzFeed Deutschland. Und das zeigt, dass sie mit Boulevard einfach auch Grenzen haben. Wenn Menschen dicht machen, und ich glaube, Syrien ist so ein Thema, wo einfach sie können noch so emotionalisierend rangehen. Sie können versuchen, Betroffenheit herzustellen, sagen, das passiert Leuten, die sind wie du, das passiert Familien, das passiert Kindern, viele, viele Millionen sind auf der Flucht. Es gibt Themen, da ist dann eine Grenze erreicht. Das finde ich das Traurige, dass es manche Stellschrauben gibt, die dann auch nicht mehr funktionieren. Kleiner Nachtrag von mir zu dem Thema, was Sie eben gewählt hatten, Frau Pohl. Das Beispiel, also zwei Bildjournalisten sind, auch Frau Horn sitzt nicht für die Bild hier, das ist schon angekommen, sind ausgezeichnet worden mit dem Henry-Nannen-Preis 2012. Sie haben in der Jury gesessen bei der Jahrestagung der Netzwerkrecherche, von Netzwerkrecherche in dem nämlichen Jahr, wo das heftig kritisiert. Ich nenne das jetzt nur und nehme den Fall, um den es ging, denn die hatten in der Sache Wulff recherchiert. Nach meiner Wahrnehmung ist die Wulff-Causa eben mit einem ungeheuren Erregungsfuror über alle Medien über Monate hinweg betrieben worden. Und das will ich jetzt gar nicht dem Boulevard irgendwie zuschieben, sondern eine unglaubliche Befeuerung der verschiedenen Medien in den unterschiedlichsten Sphären, in denen sie gearbeitet haben. Und da ist für mich die Frage, hat es was damit zu tun, dass jetzt alle eben alles machen und auch noch ausleuchten, wer hat den Bobbycar bezahlt und wer lanciert, was bei der Partei schon länger geraunt wird in Berlin, dass Frau Wulff angeblich in einer Art von Serviceinstitution tätig gewesen ist, Hannover, und wer druckt es dann irgendwann oder deutet es an? Also es gibt irgendwie so Hemmschwellen, die runtergehen, und mich interessiert, weil Sie als Kollegin das ja auch aufmerksam verfolgen, welche Verknüpfungen Sie da herstellen, auf welche Mechanismen in dem Mediengeschäft es zurückgeht? Also meine ganz persönliche Meinung zum Thema Wulff ist nicht so sehr, wie Medien dort funktioniert haben, sondern wenn dieser Präsident an einem frühen Zeitpunkt gesagt hätte, folgende Sachen sind nicht ganz koscher, dann hätte ja auch dieser Run in der Form so nicht stattgefunden. Und was in der Tat perfide war, weil Sie es jetzt auch gerade angesprochen haben, dass zum Schluss sogenannte seriöse Medien, und ich glaube, es gibt ja niemanden, der so beliebt ist und für gottgleich gilt in diesem Land wie Herr Jauch, sich dann traut, in einer Talkshow zu sagen, bei Bild liegt übrigens angeblich so, da soll ja sowas rumliegen. Also viel schlimmer geht Verlogenheit Richtung Boulevard wirklich nicht mehr. Und deswegen, es ist wirklich unfassbar. Naja, vorher war natürlich auch schon lanciert worden, dass Herr Wulff auf die Mailbox von Herrn Diekmann was gesprochen hatte. Das hat er aber auch gemacht. Nein, ich rede ja über Medienmechanismen. Ja. Und das ist dann so lanciert worden, dass es am Ende dann die FAZ oder die SZ gewesen ist. Ich weiß jetzt nicht, nageln Sie mich da nicht fest. Aber gerade das Gerücht um Bettina Wulff war ja das Perfide. Und wenn wir hier über Frauen sprechen, ist es genau das gemeine Ding. Es wird ein Vorwurf lanciert, der nur in Frage kommt, weil sie eine Frau ist. Deswegen bringe ich es auch hier zur Sprache. Ja, und es ist völlig unpolitisch. Was hat denn das damit zu tun, ob die Dressurreiterin war oder sonst was? Ja. Was hat das mit dem Haus zu tun? Also es war so albern und bescheuert.
Ja. Das ist eine gute Überleitung zu dem dritten Aspekt. Den aber ich noch eine Ergänzung, wir regen uns über das Wolfgate und wie dieses Mobilauto und so weiter und so fort. Bobbycar heißt es. Was sagen wir Superfeministinnen denn zu dem Brüderlegate? Das waren genau dieselben Mechanismen. Wie stellen wir Feministinnen uns denn dahin und bewerten die Art und Weise, wie das medial gepusht wurde? Ich gebe das mal in die Runde. Ha. Ja. Fragen wir die anwesenden, am Podium sitzenden mit Mikrofon. Das ist immer so ein bisschen verlogen, wenn wir uns darüber so aufregen. Also wir jetzt Mann regt sich darüber so mit hin auf. Na, ist über das dieses Wolfding. Ich finde diese Shitstorm-Dynamik, diese Erregungswellen-Tsunami-Dynamik, da gibt es durchaus Parallelen, würde ich auf jeden Fall so sagen. Genau, es gibt die Parallelen, dass Brüderle sich nicht früh entschuldigt hat für sein Verhalten. Das ist eine ganz klare Parallele. Und er hat gemauert und er hat so getan, als hätte er keinen Fehler gemacht. Und deswegen hat es eine Eigendynamik bekommen. Und was dann auch passiert ist, dass das Scheitern der FDP irgendwann auf Feministinnen übertragen wurde, wo ich denke, super, danke, so mächtig sind wir inzwischen. Ja, das war ein klares Statement jetzt. Weil Sie, das hat Frau Pohl jetzt quasi für Sie vereinnahmen schon gesagt, sich ja alle offenbar hier auch als Feministinnen identifiziert haben, die Frage, die uns ja auch umtreibt, gibt es also für Frauen eine spezielle Aufgabe auch, wenn Sie im Boulevardesken auch tätig sind, nicht nur im normalen, also im allgemeinen Journalismus, und haben Sie Möglichkeiten, was zu setzen, Akzente zu setzen, und können Sie eben einer frauenfeindlichen Berichterstattung, einer Stereotypisierung, einem Fixieren auf Rollenbilder, die rückständig sind und überhaupt nicht emanzipationsfreundlich sind, können Sie das entgegensetzen? Die Chefredakteurin der einflussreichen Bild am Sonntag hat mal irgendwann ein wunderbares Wort gesagt, jedenfalls fand ich das in der Süddeutschen Zeitung, Frau Horn musste, die in der Bild-Chefredaktion, in der sie war, ja was gegen das Übermackerte zur Wehr setzen und dagegen halten. Ja. Das Übermackerte, begegnet Ihnen das jetzt auch noch in der Bild am Sonntag? Nein. Also war es schon vor Ihnen abgeschafft oder haben Sie das in einem Jahr geschafft? Zwei Sachen dazu. Ich glaube, das ist kein Thema des Boulevard, aber wenn Sie in Reinkultur nur Männer oder nur Frauen haben, ist das einfach nicht gesund. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und jetzt rede ich doch mal kurz von Bild. Als ich zu Bild kam, war das eben ein komplett männlich und auch historisch männlicher Bereich. Und da habe ich am Anfang gedacht, ich sei in diesem US-Serie Mad Men gelandet. Mhm. Also das war schon, jetzt sage ich was Männerfeindliches, die waren sich schon so qua Geschlecht so einig, das war arg. Und ich musste ganz kilometerweit noch vor Alice Schwarzer Position übernehmen, um so dazwischen, musste mich in einer Tour streiten, das war schon ein bisschen, das meinte ich mit diesem Übermackert. Da hat sich aber extrem viel getan. Sie hätten das auch im FAZ-Herausgeberkollegium machen müssen, nicht? Da hat sich aber weil so, Sie sagen, das ist ja, eben da kein Thema des Boulevard. Nein, ich glaube, das ist in der Tat überall, das ist wahrscheinlich in der Gärtnerei genauso. Wenn da ausschließlich Männer sind, das einzige Frau, dann haben Sie das, Sie kennen diesen Geisterfahrerwitz, ne? Wo man sagt, einer Tausende. Ne? Ja. Also das ist nicht gesund. Ich kenne den nicht. Nee? Also dann müssen Sie ihn jetzt erzählen. Okay, es sitzt jemand, dem auf der Autobahn hört im Radio, ein Geisterfahrer auf der A4 und er sagt, einer Tausende. Okay. Das ist, da hat sich aber extrem viel getan, weil inzwischen so extrem viel Führung bei Bild weiblich ist, das ist sehr anders geworden. In der Tat merke ich aber einen gravierenden Unterschied jetzt bei Bild am Sonntag, wenn sie die Macht haben, und wenn die Macht weiblich ist, passiert was sehr Lustiges, Männer werden kokett. Und das ist ganz cool. Wie äußert sich das? Gehen Sie ein Beispiel, so wie der Witz ja gerade erhellend war. Also wenn zum Beispiel manchmal, also für mich extrem demütigend als Frau ist, wenn männliche Praktikanten so flirty sind. Also ich kenne das, ja, so ZB. Also ich fühle mich dann sofort wie 150, das ist irgendwie so ganz unschön. Ich glaube, dass männliche Kollegen das ganz... Dann kommen Sie mal in der Tat, sowas passiert mir hier nie. Nee. Oder ich merke sehr deutlich, dass die Redaktion, im Moment habe ich so ein bisschen so ein Fallback, ist mein Eindruck, dass die Männer der Redaktion sich so ein bisschen gedisst fühlen, weil ich kann die Welt nur aus meinen Frauenaugen sehen, also ich war noch nie ein Kerl, keine Ahnung, also augenscheinlich wirkt das unangenehm und da tut sich natürlich was.
Ja, Sie sind jetzt ein Jahr da. Was ist denn an der Bild am Sonntag, weil Sie die Machtposition auch innehaben und eben die Welt so sehen, wie eine Frau die sieht? Was hat sich geändert? Die Auflage ist nicht mehr ganz im Sinkflug. Sprechen Sie Leserinnen anders an oder das Publikum überhaupt? Was wir dort tun, miteinander tun, ist ein Experiment. Ich bin schon extrem lange berufstätig, weil ich direkt nach der Schule angefangen habe und hatte eigentlich gar keine Lust mehr auf Journalismus. Also, es reicht jetzt eigentlich. Und betrachte Bild am Sonntag als mein Masterpiece und habe mir am Anfang ein Ziel gesetzt und das war: Wir drucken nur Geschichten, die wir hier wirklich cool finden. Und wenn das nicht so ist, lassen wir es bleiben. Marktforschung interessiert uns nicht. Wenn nicht mindestens ein Redakteur in der Runde ist, der brennt für das Thema, versuchen wir dieses nicht zu drucken. Das halten Sie in reiner Lehre nicht durch. Ich will hier nichts auf den Karton schlagen. Aber wirklich zu versuchen, nicht was Leser und Leserinnen angeblich wollen, einfach das komplett sein zu lassen. Und das hat durchaus auch ein Stück weit Implikationen aus der neuen Zeit halt. Ich glaube zum Beispiel nicht an Ratgeberthemen. Erstens, weil das immer so ist, das will der Leser doch wissen. Und zweitens, also so eine Arroganz der Macher. Und zweitens, von meinem eigenen Verhalten, wenn ich ein Problem habe, google ich das, auch wenn Google böse ist. Und da muss ich nicht erst lange Abhandlungen lesen, sondern kriege direkt eine Antwort auf mein Problem. Das heißt, wir haben zum Beispiel komplett den Ratgeber rausgekickt. Wir haben stattdessen ein Ressort eingeführt, das Lebenswirklichkeiten abbildet. Und wir wollen den Lesern, ich glaube, davon bin ich zutiefst überzeugt, dass wir ein paar Tage Menschen wollen nicht mehr erklärt kriegen, wie sie leben wollen. Mhm. Also in der Tat, ich würde zwar so sagen, im alten Boulevard hätte man bei bestimmten Themen gesagt, 7 bittere Wahrheiten über X. Wir sagen 7 Wahrheiten und haben für uns die Regel, wenn wir es beim Politischen sehen, ja, wir sind natürlich für den Stammtisch zuständig, aber wenn man das bei uns gelesen hat, wünsche ich mir, dass man an einem grünen, an einem linken, an einem roten, an einem schwarzen Stammtisch Futter hat, dort mitreden zu können. Mhm. Ich persönlich bin sehr, sehr fed up, das ist auch ein Unterschied, was wir anders machen mit Nachrichtengeschichten. Das klassische Boulevard-Nachrichtenstück ist ja eben das Thema Kriminalität. Das ist keine Erfindung des Boulevards, aber es ist in der Regel halt Männergewalt gegen Frauen. Ich kann das nicht mehr hören. Es gab Phasen, in der ich meiner heute erwachsenen Tochter verboten habe, Boulevardmedien anzuschauen. Es ist ja leider die Wahrheit, aber man muss es auch nicht permanent um die Ohren, weil man kommt in diese, zuckte eben, als die Opfer sagten. Weil das manifestiert natürlich auch so Bilder. Ich treibe meine Redakteure in den Wahnsinn und sowohl die Frauen als die Männer immer mit dem Thema, gibt es zu dem Thema keine weibliche Expertin, bitteschön. Sehr gut. Sie hassen mich dafür, glaube ich. Es hat am Ende der Straße, ja, am Ende der Straße hat es dann ganz oft so Momente von, oh, eine ganz tolle gefunden, die dann auch freiwillig genutzt wird. Wie gesagt, ich finde, man muss auch dabei so ein bisschen aufpassen, nach fest kommt ab. Ich sage auf der anderen Seite genauso überzeugt, Frauen sind nicht die besseren Menschen. Aber ja, man finde, man kann da eine ganze Menge tun. Und was für mich so toll ist, ich will das vielleicht in den einen Satz noch. Ich habe am Anfang gesagt, wir machen das jetzt so, dass es uns Spaß macht. Und wenn wir damit scheitern, dann hatten wir wenigstens Spaß. Und ist der Spaß noch nicht vergangen. Das Schöne ist, dass wir, ich habe es Spaß. Wir sind ja fast unter uns. Ja. Wir sehen, dass in dieser sogenannten, ich weiß, für Sie unfassbar alte Welt, ich weiß, aber wir verkaufen schon noch Zeitung. Also, dass wir sehen, dass in dieser sogenannten harten Auflage der Verkauf sich extrem erholt. Und das ist toll, also es funktioniert. Frau Stürnberg, haben Sie, weil wir ja fragen, boulevardesk, feministisch, aufklärerisch, geht das? Und haben Sie dafür, wenn Sie solchen Anspruch formulieren, haben Sie dafür Strategien für die Magazine und die Formate, die Sie im Fernsehen betrachten bzw. auch verantworten? Ich möchte dazu noch mal was ganz, muss kurz zurückspulen sozusagen auf dem Band. Ja. Sie haben von journalistischer Verantwortung gesprochen und Sie haben dann was ganz Interessantes gesagt, was komplett untergegangen ist, nämlich der Artikel, den Sie über Artikel oder das Posting, whatever, was Sie über Kobane hatten, das hat keine Sau interessiert. Und ich glaube, das ist die große Frage, die wir uns stellen müssen, wie wir in Zukunft gesellschaftlich relevante Themen an den Mann, an die Frau, an den Leser, an den Zuschauer bringen wollen. Ich gebe Ihnen völlig recht, wir haben eine Verantwortung als Journalisten. Wir wollen aufklären, wir wollen das, was wir für wichtig halten, egal was es ist, wollen wir an den, ich sage jetzt Zuschauer bringen, Sie sagen Leser, aber wir meinen das Gleiche. Nur, ich habe die gleiche Erfahrung gemacht. Wir haben eine Geschichte gemacht über die Kriegerinnen an der Front, weil ich mir dachte, Hallöchen, wir machen mal was völlig Verrücktes. Wir sind die Ersten, die über die Kriegerinnen reden, beziehungsweise die senden. Das will doch bestimmt jeder sehen. Nein, will kein Mensch sehen, weil es ganz weit
weg ist. Wohingegen wir mit einer Geschichte, die halt absolut unterhaltsam war, wo mein Chef noch gesagt hat, das will doch kein Mensch sehen, nämlich Trödel aus der DDR, haben wir eine Mörderquote gemacht, da haben wir die Vorquote gesteigert. Gut, es war noch nur 3% Vorquote, weil es ja spät nachts gesendet wird. Und das ist doch eine Frage, die wir uns stellen müssen. Welche wenn Schlüsse wir, ziehen Sie daraus für Ihre weiteren Ich ziehe Arbeiten? Die Schlüsse daraus, der Zuschauer will unterhalten werden. Und das ist, wenn wir von der Boulevardisierung der Medien reden, wenn wir davon reden, dass Boulevardisierung gar nicht schlimm ist, dass gute Unterhaltung ja auch was Tolles ist, dass Boulevardisierung nicht wehtun muss und so weiter und so fort, da müssen wir uns aber auch die Frage stellen, wie wir in Zukunft informieren wollen. Und das ist die, ich glaube, das ist die Frage der Zukunft. Wie wollen wir Menschen informieren, wichtige Themen an den Mann bringen? Und wir verkaufen unsere Zeitung trotzdem, unsere Postings werden trotzdem geklickt und die Zuschauer gehen nicht weg. Mhm. Und da sehe ich ehrlich gesagt ein bisschen schwarz. Ich finde es echt spannend. Was die Kollegin von BuzzFeed, finde ich übrigens auch, das ist eine hochfeministische Plattform. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen die kennen, gucken Sie da drauf. Also das ist, die machen ganz tolle aufklärerische Sachen, weil sie anders auch zum Teil hier unser Haus in der Taz eben nicht so schnell aus so einer ideologischen Verbrämtheit heraus Dinge einfach nicht machen. Also ihr habt nicht das Problem, dass ihr erstmal Angst vor irgendwelchen ideologischen Verwerfungen habt. Das ist sehr anglosächsisch, sehr amerikanisch. Das ist eine Freiheit im Denken, finde ich wirklich toll. Also wenn Sie auch fragen, wo sind unsere Grenzen? Es ist in so einem Haus mit so einer Tradition, die Taz hat, muss es auch anders sein. Und das führt mich zu meinem zweiten Punkt. Wir haben natürlich auch unterschiedliche Zielgruppen und wir haben natürlich auch unterschiedliche Aufgaben in der Medienlandschaft. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass wir dabei bleiben. Frau Horn hat eine andere Aufgabe, auch wenn sie sozusagen den Auftrag als vierte Gewalt ernst nimmt, als ich hier oder wir hier in der Taz haben. Das ist, würde ich auch noch nie mal sagen, eins ist besser, schlechter oder so, überhaupt nicht, sondern das sind unterschiedliche Bereiche. Was wir alle gemein haben, ist das Problem, unsere spezifischen Zugänge zu verkaufen, zu monetarisieren. Und da gebe ich Ihnen natürlich auch recht, Frau Horn. Die beste Qualitätssicherung ist die Möglichkeit, die Kolleginnen und Kollegen zu bezahlen, dass sie unabhängig, unbestechlich arbeiten können. Dafür müssen wir uns Modelle überlegen. Das ist total heikel. Es ist schwierig. Die Taz hat diese Genossenschaft glücklicherweise fast 22 Jahren gegründet. Das ist eine Möglichkeit. Es wird über Stiftungsjournalismus nachgedacht. Es wird sogar diskutiert, inwieweit es staatliche Subventionen wie in anderen Ländern, Frankreich, Italien, geben soll. Das sind alles Bereiche, mit denen müssen wir uns künftig auseinandersetzen. Das ist ganz klar. Deswegen müssen auch komplexe Artikel, Berichte so produziert, geschrieben werden, dass sie konsumierbar sind, dass sie Spaß machen, dass sie unterhalten, aber eben trotzdem auch knallhart recherchiert sind und eben nicht immer nur sozusagen mit dem schnellen Impuls oder mit dem schnellen, wir gucken jetzt mal irgendwie die Opfer groß zu fahren, damit uns die Leute anklicken. Wenn wir dabei verharren, ist es natürlich zu wenig in der Pressebreite, sozusagen in der Breite der Landschaft. Juliane Leopold, BuzzFeed Amerika wird als großes und lohnendes Investitionsprojekt angesehen. Also da sagen auch gut bewanderte Leute, das wird viel Geld bringen. Ich lasse jetzt mal aus, wie BuzzFeed Deutschland dargestellt ist. Aber was mich interessiert schon doch auch noch, also mir ist klar geworden, wie Sie Ihre Aufgabe verstehen und was auch gemacht wird und welchen Blick Sie darauf haben. Aber ich habe von Ihnen auch gelesen und das hat mich sehr beschäftigt, sehr bewegt, dass Sie gesagt haben, nach einer bestimmten Erfahrung, manchmal habe ich das Gefühl, dass es in den sozialen Netzwerken nur zwei Alternativen gibt, Vernichtungskrieg oder Flausturm. Da ist mit Ihnen was passiert, das wurde berichtet. Ich weiß gar nicht, ob das sozusagen eine Randbemerkung am Ende doch war von einem Gespräch. Ist das nicht auch was in mir weckt es die Sorge, wenn in den Netzwerken alles möglich ist, wo, ich komme noch aus einem Traditionsmedium, wo bleibt da die Steuerung, hä? Sie haben einen kompletten Kontrollverlust, damit müssen Sie umgehen. Also das passt zu Frauenleben. Sorry, Steuerung ist nicht. Nein, vielleicht ein bisschen komplexer. Die Bemerkungen kamen aus einer bestimmten Situation heraus, wo ich konkret angegangen wurde von einem Blogger mit einer großen Reichweite, der im Grunde seine
Schar auf mich hetzte und unter anderem mein Facebook-Profil vollschrieb mit Aufforderungen, niemals für mich zu arbeiten, ich sei Extremistin und das macht er bis heute. Das ist ja unangenehm. Ich glaube, was wir nicht vergessen dürfen, ist, das ist alles so neu. Facebook gibt es seit 2004. Mhm. Für uns fühlt sich das an, als wäre es schon immer da gewesen, oder? Also unser Alltag ist durchzogen von Social Media. Und ich glaube, wir brauchen einfach mehr Zeit, um mit diesen neuen Technologien umzugehen. Mhm. Medienkompetenz ist so ein sperriges Wort, aber das ist halt das wichtige Wort. Wir müssen verstehen, da ist auch Politik gefragt, dass sich im sozialen Netzwerk nichts anderes abbildet als in der echten Welt. Das ist ein und dasselbe. Da natürlich spiele ich auf einem anderen Verbreitungsgrad. Ne? Da spiele ich auf Punkte an wie Stalking zum Beispiel oder eben Gewalt, verbale Gewalt im Netz. Das wird in Deutschland nicht ernst genommen. Das kann man auf den Punkt bringen. In Deutschland gehen Sie zur Polizei, die Polizei sagt, ja, gehen Sie doch aus dem Internet. Ich arbeite im Internet. Ja? Das sind so Themen, da, ich glaube, da muss einfach ein gesellschaftlicher Wandel stattfinden. Das hat auch was mit einem Generationenwechsel, glaube ich, zu tun und auch mit Empathie. Am Ende geht es, und das schlägt auch den Bogen zum Buzzfeed, es geht um Empathie, sich in den anderen einfühlen, der am anderen Ende des Bildschirms sitzt und einen Moment zu überlegen, schicke ich das jetzt ab oder nicht, will ich den wirklich größtmöglich gerade verletzen oder nicht. Das wäre meine Hoffnung, dass wir das hinbekommen, aber ich bin ehrlich, ich glaube nicht dran. Also amerikanische Studien sagen ja, dass also in den sozialen Netzwerken eben auch unglaublich viel Misogynie, ja. Antifeminismus der unangenehmsten, unappetitlichsten Sorte auslebt. Und das natürlich eben auch mit einer Reichweite, die für Traditionalistinnen und die in den alten Medien in der analogen Zeit gearbeitet hat und groß geworden ist, unvorstellbar ist. Und das ist was eben vielleicht eine altmodische Frage ist, aber was ich eben auch als besorgniserregend finde und deswegen auch nochmal dringlicher frage und sehr gerne höre. Sie haben so einen ganz präzisen feministischen Blick darauf, aber es ist ein Thema, ne? Definitiv, das ist ein Riesenthema. Also es wird nächste Woche sogar eine Fachtagung geben, die heißt Dann geh doch aus dem Internet, am 27. November, wo es genau um dieses Thema geht, weil einfach auch Frauenorganisationen begriffen haben, dass es ein Problem ist. Natürlich haben sie auch die andere Seite. Das Internet ist ein großartiges Werkzeug, was es auch uns ermöglicht, uns zu vernetzen, und Takedown Julien Blanc ist zum Beispiel eine Bewegung, die gerade sehr, sehr gute Arbeit leistet. Julien Blanc ist ein sogenannter Pickup Artist, das heißt, er hat ein Geschäftsmodell daraus gemacht, Männern beizubringen, wie man Frauen manipuliert, psychisch manipuliert, sodass sie irgendwie doch noch abends mitgehen oder wie man sie immer wieder anfasst, obwohl sie das eigentlich nicht wollen. Das geht bei ihm ins Kriminelle über, kann man sagen, also er missbraucht Frauen auf offener Straße. Und im Netz haben sich Frauen zusammengefunden, die ihn jagen, die ihn um den gesamten Planeten jagen, in welches Land er auch kommen will, sie sind da. Und sie sind nicht, sie gehen nicht weg und sie schreien ihn an und sie organisieren sie schubsen ihn nicht, das wäre strafbar, aber sie haben dafür gesorgt, dass er in Großbritannien nicht mehr einreisen darf. Und das ist super. Aber ich glaube, es wird auch ganz wichtig sein, dass wir uns nicht nur daran orientieren, zumindest jetzt noch nicht oder vielleicht die nächsten 5 Jahre, was im Netz funktioniert. Ne? Es gibt manche Dinge, die funktionieren im Netz. Und das ist ein Thema, das funktioniert. Wir hatten genau über diesen Pickup-Artist ein paar wunderbare Artikel von Heide Österreich in der Taz, waren erst gedruckt, dann stehen sie bei uns auf taz.de. Die laufen auch wahnsinnig gut. Dann gibt es aber andere Bereiche, da bin ich ganz überzeugt von, und da kriege ich auch das entsprechende Feedback, die entfalten auch eine Wirkmächtigkeit, aber halt nicht im Netz. Und das soll jetzt gar nicht gegen sie reden, ganz im Gegenteil, aber auch da wieder, glaube ich, müssen wir in der Bewertung und in den Schlüssen, die wir aus der Feststellung sozusagen ziehen, immer die Folie vor Augen haben, dass es halt einfach unterschiedliche Medien gibt mit unterschiedlichen Bereichen und unterschiedlichen Fokussierungen. Und dann kommen wir, glaube ich, wirklich weiter und können uns auch gegenseitig befruchten. Und eine Sache hätte ich mal spannend gefunden, die kubane Bilderstrecke hat bei Ihnen nicht funktioniert. Wie das eigentlich wäre, wenn man die auf taz.de spielen würde mit unserem Klientel. Das wäre mal interessant, weil Sie natürlich auch ein spezifisches Klientel ansprechen. Vielleicht können wir mal gucken, ob wir mal sowas testen, so eine kleine private Medienanalyse als Outcome von diesem Journalistinnen-Tag hier. Das wäre spannend, also finde ich interessant. Vielleicht spielt Frau Horn auch noch mit und dann gucken wir mal. Das ist ja ganz oft auf die Frage des Wies. Also, ja, als ich da jetzt anfing, wurden mit 1000 Regeln, was angeblich funktioniert und was nicht. Und mit einer Regelmäßigkeit war es einfach Unfug.
Also manchmal ist eben auch das Wie, vielleicht war der Tag falsch, who knows? Ja, also ich will das gar nicht groß bewerten. Ich glaube, es hat tatsächlich was mit der Marke ganz viel zu tun. Mhm. Also was wollen Leute? Ja. Wenn ich Leute frage, warum klickst du auf BuzzFeed, sagen die, ich will richtig lachen. Ja, ja. Und das bringt es eigentlich auf den Punkt. Und wir sind halt mit der Brille dran gegangen, in den USA ist BuzzFeed ja auch schon nachrichtenlastiger. Mhm. Lass uns das in Deutschland ausprobieren, das hat eigentlich funktioniert. Das Live-Beispiel Ihres Vorschlags sehen wir gerade bei der großen Krankenhauskeim-Geschichte, die heute angefangen hat in der Zeit. Das ist ja eine Geschichte, die ist mit korrektiv.org entstanden. Wir haben auch Zugriff auf die Daten und wir haben auch im BuzzFeed-Style jetzt Stücke dazu gemacht. Jetzt gucken wir mal, wer am Ende... Wie ist denn dann der BuzzFeed-Style? Der BuzzFeed-Style, der ist super. Es sind singende Viren. Nein, wir arbeiten eben mit den sogenannten Listicles viel, also Artikel in Listenform. Der Hintergrund ist, Leser sollen genau wissen, wie viel Zeit sie verbringen sollen mit einem Stück. Also es klingt jetzt total grausam, aber wir sind das Bored at Work Network. Also uns klicken sie an, wenn sie irgendwie im Bus sitzen und ins Büro fahren und 2 Minuten Zeit haben. Da muss der Artikel kurz sein. Frau Horn kennt das, wenn sie die 7 Schritte vorhin erwähnt hat oder 7 Wahrheiten. Wir müssen Bilder benutzen, wir sind immer bildstark. Ich glaube, das ist mir heute aufgefallen, als ich die Korrektivmaterialien bekommen habe und dann das verglichen habe mit dem, wie wir schreiben würden. Mhm. Wir schreiben sehr einfach. Mhm. Nicht einfache Sprache, obwohl ich das, glaube ich, sogar gut fände. Aber wir schreiben es so, dass es jeder verstehen kann. Sie müssen nicht studiert haben, Sie müssen nicht promoviert haben. Es reicht, wenn Sie lesen können. Dann sollen Sie den Artikel verstehen können. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Wir haben eine Tendenz im Journalismus, ich will das überhaupt nicht auf bestimmte Medien beziehen, wirklich mit der Brille dran zu gehen, das Fachmenschen, der sich ja so lange beschäftigt hat mit dem Thema und da muss er es jetzt auch ganz, muss er zeigen, wie kompliziert es ist. Und das ist wirklich Quatsch. Bei BuzzFeed lernen Sie zurückzugehen. Sie sind immer Ihr eigener Leser und Ihr Leser ist Ihr Distributionsnetzwerk. Und das ist, das macht Spaß. So viel dazu und jetzt kommt der zweite Teil, denn das ist gewissermaßen, wenn Sie so wollen, ein langer Teaser gewesen. Für die zweite Runde. Ja. Für die zweite Runde. Ich fand den hochspannend und vielleicht ergeben sich ja aus den angedeuteten Kooperationsideen dann im Laufe des Abends auch noch Übereinkünfte oder Absprachen. Wäre ja wunderbar, kann man dann in der dritten Runde die dann informell hier im Taz-Café bei irgendeinem Getränk und vielleicht noch anderen Annehmlichkeiten dann vonstatten gehen. Und jetzt sage ich, wer in welchen Raum geht und bitte aber diejenige, die aus der Runde dann in einen dieser Räume geht, vielleicht auch nochmal zu sagen, wir konnten ja eigentlich alles nur ein bisschen anreißen, worüber Sie gerne weiterreden würde. Die Fragen kommen sowieso aus der Runde, aber vielleicht können Sie das ja auch noch mit auf den Weg gehen. Marion Horn wird oben im 1. Stock, ich begleite Sie, im Konferenzsaal sitzen und Ihre Moderatorin ist Eva Kohlrusch, die heute Nachmittag darüber geredet hat, was für ihre Erfahrungen in 49 Jahren im Boulevardmedien gewesen sind. Christiane Stürnberg sitzt in dem Raum davor, in der Lounge im 1. Stock. Wir sind eben Juliane Leopold und Ines Pohl bleiben im Taz-Café. Juliane Leopold ist da oben auf der Galerie. Zusammen mit Regine Münder und Ines Pohl ist hier unten mit Dimut Röther. Und an Sie geht jetzt wieder die Bitte, das muss jeder mit sich natürlich selbst abmachen, wohin sie geht, aber es wäre schön, wenn alle von ihrer Neugier profitieren könnten. Alle unsere 4 Gäste. Wir sagen immer mal eine halbe Stunde bis 40 Minuten oder so. Das hängt ein bisschen davon ab, wie viel Stoff da ist, wann Ihnen die Puste ausgeht oder dann irgendwann auch das Maß erschöpft ist. Ich frage jetzt nur noch Ines Pohl, was ist so ein Thema, was Sie gerne lancieren wollen oder lassen wir das jetzt? Wir lassen das jetzt. Also, der 1. Stock folgt mir unauffällig.